Ja, selbstverständlich. Damals war Erfurt wirklich für uns ein Wunschkandidat. Eine Stadt mit einer sehr, sehr langen gartenbaulichen Vergangenheit, mit einem Egerpark, der dann zum Zeitraum der Bundesgartenschau im Jahr 2021 dann stolze 60 Jahre alt wird. Eine touristisch attraktive Stadt, eine Stadt mit viel, viel Potenzial. Und von daher war Erfurt mit dem überzeugenden Konzept der drei Standorte für uns ein absolut wichtiger Kandidat im Rahmen der Gartenschaustätte, und wir würden heutzutage mit dem gleichen Konzept nochmal Ja sagen. Ja, es sind alle drei. Es ist ja ein Dreiklang, bestehend einmal aus einem Bestandspark, der ja auch schon dann ein Gartendenkmal der Neuzeit ist, der ja sehr viel an Überarbeitung, an Erneuerung erfährt, zum Beispiel das Dannerkielhaus, aber auch viel, viel Infrastrukturverbesserung im Bestand. Das zweite ist natürlich das zentrale Projekt in der Innenstadt, aber nicht das zentrale Buga-Projekt von den drei, aber ein Projekt, was sehr, sehr wichtig ist, weil der Petersberg erfährt damit eine deutliche Aufwertung, wird touristisch stärker erschlossen als im Vorfeld. Und es gibt eine Buga-Kulisse mitten in der Stadt, neben dem Dom und ganz, ganz nah zur historischen Altstadt. Gut, und das dritte Projekt, was genauso wichtig ist wie die anderen beiden, ist der Nordpark. Hier sind ja die planerischen Voraussetzungen erst einmal durch einen internationalen landschaftsarchitektonischen Wettbewerb geschaffen worden, der jetzt zur Umsetzung kommen wird. Der Nordpark ist wirklich das große Stück Freiraumentwicklung, grüne Freiraumentwicklung von Erfurt, was eine ganz wichtige Bedeutung hat, auch für die angrenzenden Stadtquartiere, insbesondere auch die Ausdehnung in der nördlichen Geraaue. Und hier schafft also die Stadt auch nachhaltige Grünentwicklung für die nächsten Generationen. Ja, selbstverständlich. Also wir haben natürlich bei diesen sehr komplexen Aufgabenstellungen in den letzten Jahren viele, viele Fragen beantworten müssen, klären müssen. Es sind umfängliche Planungen in Auftrag gegeben worden, die müssen umgesetzt werden. Es sind viele, viele Abstimmungen, aber auch mit dem heutigen Tag, mit der heutigen Aufsichtsratssitzung haben wir, denke ich, in einige Richtungen auch Weichenstellungen wieder geschafft. Und jetzt geht es natürlich darum, in den verbleibenden Jahr gut 3,5 Jahren wirklich Gas zu geben und tatsächlich dann auch in den Bau, in die Umsetzung zu kommen. Aber das ist alles noch zu schaffen.